Vor 5 Monaten habe ich mein eigenes Depot vorgestellt. Der Beitrag ist gut angenommen worden. Allerdings ist dann nur noch ein Update dazugekommen. Warum das so war, möchte ich dir gern in den nächsten Minuten erzählen. Zusätzlich gibt es auch noch einen Ausblick auf etwas Neues und eine kurze Erläuterung meiner Anlagestrategie. So viel vorweg, wenn du dich für Aktien und Optionen interessierst, solltest du dranbleiben. Anfang des Jahres habe ich begonnen, das eigene Depot zu veröffentlichen, um den eigenen Handelsstil zu erklären und etwas mehr Transparenz in meine Person zu bringen. Allerdings gab es eine Einschränkung, nämlich in der Art der Berichterstattung. Der Erfolg des Depots lässt sich auf zwei verschiedene Arten darstellen: in absoluten Zahlen und in Prozentwerten. Ich habe mich nur auf die prozentualen Werte und die Wertpapiere an sich beschränkt und auf die absoluten Beträge verzichtet. Das hatte folgende Gründe. Zum einen die Vergleichbarkeit mit anderen Depots. Über verschiedene Depots und Zeiträume hinweg lässt sich mit Prozentsätzen einfach ein viel besserer Vergleich anstellen. Zieht man nur einen Geldbetrag, wie zum Beispiel 100 Euro zum Vergleich der Depot-Performance heran, ist das nicht besonders aussagekräftig. Depot A hätte bei einem Anfangswert von 1000 Euro damit 10% Wertsteigerung. Bei Depot B wäre eine Steigerung von 100 Euro, aber nur 1%, wenn das Anfangskapital 10.000 Euro wäre. Eine prozentuale Darstellung macht verschiedene Depots vergleichbarer. Und da wir alle unterschiedliche Depotgrößen und Anlagestrategien haben, ist der Prozentwert das ultimative Mittel, um eine Vergleichbarkeit wirklich zu gewährleisten. Zum anderen, und das ist jetzt ein ähnlicher Punkt wie der gerade eben genannte, ist da die Vergleichbarkeit mit einer Benchmark. Warum sollte man sich überhaupt die Arbeit antun und sich einzelne Aktien oder Optionen ansehen? Viele Stunden damit verbringen, das Ganze fundamental oder technisch zu analysieren und dann noch das Risiko eines größeren Verlustes eingehen, sollte man falsch liegen. Es gäbe doch auch die Möglichkeit, sich einfach einen ETF rauszusuchen und in ihn zu investieren. Das würde völlig passiv funktionieren und vermutlich auch noch weniger Transaktionskosten bedeuten. Die Antwort darauf kann natürlich sein, dass es einem einfach Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Auch das ist ein legitimer Grund und rechtfertigt es, Zeit in das Ganze zu investieren. Aber, und da sind wir auch schon beim richtigen Wort, investieren. Ein Investment sollte grundsätzlich Ertrag abwerfen. Andernfalls ist es nur ein Hobby. Ob sich die eingesetzte Zeit und das eingesetzte Risiko rechnet, kann mit Hilfe einer Benchmark geprüft werden. Für gewöhnlich sollte sie natürlich mit der Anlagestrategie des eigenen Depots vergleichbar sein. Aber völlig egal, welche man sich aussucht, es geht darum, sie zu schlagen. Wir wollen mit den eigenen Investmententscheidungen mehr Rendite machen, als wir es mit dem einfachen Kauf eines Index, eines ETFs machen könnten. Zum Vergleich der eigenen Leistung ist daher ein messbarer prozentualer Wert notwendig. Der zweite große Punkt, der für Prozentwerte spricht, ist die psychologische Wirkung von Prozentsätzen auf Menschen gegenüber absoluten Beträgen. Die Darstellung eines Eurobetrags wird anders wahrgenommen als ein gleichwertiger Ausdruck in Prozent. Nehmen wir eine tägliche Schwankung von beispielsweise 1%. Bei einem kleinen 2000-Euro-Konto sind das gerade einmal 20 Euro. Und der Betrag sollte jetzt wirklich bei niemandem großartige Gefühle auslösen, egal ob es in die positive oder in die negative Richtung ausschlägt. Anders könnte sich das Ganze bei einem 100.000-Euro-Depot anfühlen. Da haben wir es mit einem Betrag von 1000 Euro zu tun, der da täglich schwankt. Und für manche ist das vielleicht schon etwas aufregender. Tatsächlich ist es aber genau das Gleiche. Es ist einfach nur eine Schwankung von 1%. Dadurch, dass sie in einem Prozentwert ausgedrückt ist, lässt sie sich leichter als neutraler Wert in unserem Gehirn verarbeiten und löst deutlich weniger Emotionen aus als ein absoluter Geldbetrag.
Jetzt habe ich viel über Prozentwerte gesprochen und warum sie für die Darstellung des Depots geeignet sind. Falls du das Video, um das es hier eigentlich geht, noch nicht gesehen hast, das hier ist es und du kannst es dir hier auf dem Kanal natürlich gerne ansehen. Wenn Prozente so großartig sind, worum geht es dann jetzt eigentlich hier? Wie anfangs erwähnt, habe ich auf absolute Beträge verzichtet. Nicht nur wegen den bisher genannten Punkten. Auch weil ich als gelernter Österreicher weiß, dass sich Neid und Missgunst hinter jeder Ecke verstecken. Und egal wie offen und transparent man mit dem Thema Geld umgeht, es bleibt immer eine Portion Eifersucht und Ablehnung für einen übrig. Vielleicht kannst du jetzt verstehen, warum ich mir, was das angeht, ein kleines bisschen Privatsphäre schützen möchte. Obwohl ich noch immer der Meinung bin, dass prozentuale Sätze zur Vergleichbarkeit genügen, war ich aber nie und bin auch nie ganz zufrieden damit, dass ich keine ganzen absoluten Beträge nennen konnte. Aus dem Grund möchte ich den Bericht über mein Depot auf neue Beine stellen und habe mich dazu entschlossen, dass ich ein zweites Depot eröffnen werde. In dem werde ich einfach die gleichen Strategien fahren wie in meinem privaten Depot. Aber offen kommuniziert und völlig transparent. Schließlich ist dieses Konto genau für diesen Zweck da. Das Konto ist im Mai als Margin-Konto bei CapTrader eröffnet worden. Bei CapTrader bin ich schon seit rund 10 Jahren. Ein in Deutschland ansässiger Broker mit Interactive Brokers im Hintergrund. Deutscher Support, schnell und bietet Zugang zu vielen wichtigen weltweiten Börsen. Er bietet enorm viele Funktionen und kann über das Webportal, die Trader Workstation, also eine eigene Software von Interactive Brokers mit vielen Einstellungsmöglichkeiten, oder über die mobile App gehandelt werden. Und er hat eine vernünftige Preisstruktur. In den Punkten Support, Handelsplätze und Handelsprodukte und Reporting ist er deutlich besser als so mancher Neobroker. Und für den ausgewählten Zweck, den Handel mit US-Aktien und Optionen, kann CapTrader daher uneingeschränkt empfohlen werden. Kapitalisiert ist das Konto bereits. Es sind 10.000 Euro als Startbetrag einbezahlt worden und auch schon in US-Dollar teilweise gewechselt worden. Das kannst du dir übrigens in diesem Video hier anschauen. Der Betrag von 10.000 Euro wird doch für die meisten realistisch sein, weil das Geld vielleicht schon zur Verfügung steht oder zumindest in absehbarer Zukunft erreicht werden kann. Andersrum ist es in dieser Größenordnung gerade nicht zu klein, sodass mit Optionen gehandelt werden kann. Das ist jedenfalls notwendig, da es für mich eine wichtige Einkommensstrategie ist. Zusätzlich wird in dem Depot auch in Dividendenaktien investiert, die ebenfalls für einen kleinen, aber regelmäßigen Cashflow sorgen sollen. Das sind die beiden Strategien, die ich auch im privaten Konto lebe und die es sich für mich dauerhaft als in Ordnung erwiesen haben. Was nicht gehandelt wird, und das sind sämtliche Hebelprodukte, also Derivate, Forex oder Krypto. Auch kein Daytrading mit Aktien. Der Grund dafür hier ist schnell erklärt. Den optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu finden, sind zwei Dinge, die mir öfter nicht gelingen, als dass ich sie richtig erwische. Daher sind Buy and Hold von Dividendenaktien und der Optionshandel, größtenteils als Stillhalter, für mich die besseren langfristigen Alternativen. Das nächste Video auf diesem Kanal wird schon der Rückblick auf das Depot für den Mai 2024 sein. Und wenn du meinen gerade vorgestellten Investmentsansatz interessant findest, dann drückst du jetzt bitte auf Abonnieren und du wirst monatlich benachrichtigt, wenn ein neuer Depotrückblick da ist. Bis dahin abonniere gerne den Newsletter auf www.finanzgeier.at und schau dir einfach diese Videos hier an. Bis gleich.